Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein anderes Video und zwar möchte ich euch mal zeigen, wie ich die Turnschuhe von meinem Sohn sauber bekommen habe, ohne zu viel Zeit und Geld zu investieren. Was wir brauchen ist eigentlich eine Spülbürste, Spülmittel und Zahnpasta, welches weiß ist, und ein bisschen Wasser und ein weißes Tuch. Ich werde erstmal die Schnürsenkel abnehmen. Dann werde ich die Spülbürste in Wasser eintauchen und gebe ein bisschen Spülmittel darüber und werde die Turnschuhe in kreisenden Bewegungen sauber machen, bis Schaum entsteht. Und werde den Schaum dann immer mit einem weißen Tuch abmachen. Das wiederhole ich jetzt noch einmal, aber diesmal mit Zahnpasta. Das Endergebnis kann man aber erst dann sehen, wenn die Schuhe auch ausgetrocknet sind. Und die Schnürsenkel, die werde ich dann erstmal einweichen. Ich gebe das jetzt einfach in Wasser hinein und gebe ein bisschen Spülmittel und Backpulver hinein. Und lasse das dann bis nächsten Tag einweichen. So sehen die Schuhe jetzt aus. Und das ist schon mal der Unterschied zwischen den beiden Schuhen. Aber die Schuhe sind noch nass. Wenn sie trocken sind, kann man den Unterschied besser sehen. Und so sehen die Schuhe dann nächsten Tag aus, wenn sie ausgetrocknet sind. Man sieht aber schon den Unterschied. Dafür, dass wir eigentlich nicht sehr viel Zeit und Geld investiert haben, finde ich das in Ordnung. Das wäre es dann auch heute von mir. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich habe wieder neue Hausschuhe gestrickt. Die waren auch super einfach. Das Video dazu kommt die nächsten Tage. Ich würde mich freuen, wenn ihr mein Video teilen und kommentieren würdet und meinen Kanal abonnieren würdet. Und sage Tschüss bis zum nächsten Video.